Nur Erde, genau. Noch schnell Erde in den Safe gepackt. Was hast du gesagt? Was hast du gedacht, dass ich jetzt nackt? Wollt? Das ist bestimmt nichts. Kommst du voll dreck? Nee, mach dir mal. Das ist vielleicht ein Leichtes. Mach dir mal frei. Ja, aber so Sachen vergammeln ja auch über die Jahre. Boah, das riecht aber gut. Hm. Ja, der hat gefleckt gerade, der hat auch gefleckt. Das haben die früher gemacht. Deswegen ist das so schwer. Das muss normalerweise nur eine Wand nicht da sein. Ja. Nix. Oder ist da noch einer? Ja, ich glaube. Das ist ein Riesensafe, da ist ein kleines Schatüllchen drin. Du kannst den einfach nur so flexen, dann kannst du den mit dem Bagger auseinanderreißen. Und dann... Lass doch mal einen auf. Komm mal, jetzt mit dem Flexen da rein, was uns rein soll. Langsam fängt es an Spaß zu machen. Aber ich denke, dass wir den Himmel eine Bombe wird da drin sein. Ich weiß nicht, ob die noch Zeit haben, wenn wir was rausholen. Das ist ja komplett versteckt worden. Das wäre ganz von einem bombardierten Haus. Ja, aber dann geht das nicht. Was? Wir haben ja den Schutz auch gegeben. Das ist ja ganz gut. Dann hätten wir doch schon Bescheid. Also ganz normalerweise kann ich auch rein, ich bin jetzt so hoch. Und durch hohen Kosten, das ist ja mehr als ich. Man hat hier hohen Bau. Sehe ich fachgerecht das Safe knacken, meine Güte. YouTube-Video mal. Die haben sich da ja auch. Thank you.
keine Luft mehr, so ein dickes Ding, du. Ich will noch kurz oben, bitte.